Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Dino Raids. Und ich werde jetzt heute tun, was ich beim letzten Mal schon angekündigt habe. Und ich will den Bronto zählen. Wo ist der Bronto hin? Wo ist denn der Bronto hin? Ist der weg? Ich war zwischenzeitlich kurz so ein bisschen AFK und habe nochmal meine Rüstung repariert und so. War was trinken, aber der Bronto ist weg. Aber da finden wir sicherlich einen neuen, weil so ein Stückchen weiter hier war, glaube ich, auch einer. Und dann gucken wir mal da. Im Zweifel gucken wir oben. Nur oben ist mir das echt zu kritisch, ne? Da sind teilweise echt böse Tierchen. Und vor allem weiß ich nicht, wo ich da hochlaufen soll. Guck mal, da vorne ist einer. Da sind zwei. Verdammt. Aber wenn ich von oben irgendwo, wo die nicht drankommen, da drauf schieße. Vielleicht geht das dann gut. Vielleicht geht das dann gut. Andererseits ist hier oben natürlich einer allein. Nee, da sind zwei. Das sind auch zwei. Dann nehme ich lieber die unten. Ich will einen Bronto zähmen. Ich glaube echt, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn ich hier so ein Bronto als Verteidigung hinstelle. Das sind Mikroraptoren, diese Mistviecher. Die sehen mich nicht. Ich hätte mir Fallschirm mitnehmen sollen. Ich versuche mir mal hier eine Position zu besorgen, von der aus ich schießen kann. Oh oh. So, wo ich sicher bin, wo die nicht rankommen. Hier, guck mal, da links. Das klingt super. Oder sieht super aus. Hier. Da, genau da wollte ich hin. Perfekt. Perfekt. Ich weiß nicht, was für Level die haben. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu hoch ist. Ich nehme den rechten. Sag nicht, die fliegen nicht so weit. Doch. Ja, perfekt. Und dann back dich da so richtig schön ein. Ja, super. Gut machst du das. Guck mal, du hörst ja jetzt schon auf mich. Ach, der backt sich da nicht ein. Das geht darum. Ich dachte, da wäre so eine richtig schöne Bronto-Nische, aber so ist auch gut. So ist super. Perfekt. Der versucht sich gerade das Klettern beizubringen. Ich muss nur aufpassen, falls der anfängt zu fliehen irgendwann. Und der zu dem anderen rennt, dass ich die Aggro von dem anderen nicht ziehe. Wenn er so weitergeht, kommt er hier echt noch hoch. Er flieht. Ist einerseits sehr gut. Nicht ins Wasser. Wenn du ins Wasser fällst. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe einen Klauvogel getötet. Von hier aus. Ja, geil. Nicht ins Wasser. Boah, habe ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Der dürfte, sobald die stehen können, hieß es mal als Faustregel, solange die noch stehen können und nicht schwimmen, ertrinken die nicht. Auch wenn er aussieht wie so ein Stein im Wasser. Boah, ist der gut getarnt gerade. Auch wenn er aussieht wie ein Stein im Wasser, dürfte der nicht ertrinken. Ich komme eben. Ein 26er. Ja, guck, Sauerstoff verliert er nicht. Ich pack mal die Bären rein, die ich habe. ...3,9 von einer Beere. Ja, dann sollte es reichen an Bären, die er drin hat. Bist du ein Männlein oder Weiblein?
Wieso sind alles Mädels? Bei mir sind irgendwie 90% männliche Zuschauer. Ich krieg doch niemals so viele Mädelsnamen zusammen. Ach, egal. Dann sind die Mädels halt alle namenlos und die Männer haben alle kriegen alle Namen. Und von den Mädels nur so ein paar. Level 15. Ah, habe ich ja den richtigen erwischt, den hohen. Sehr schön. Das ist doch gar nicht so schlecht. Der ist mega gut getarnt. Oh, ich wollte gerade sagen, ich hoffe nur nicht, dass irgendwie jetzt irgendwelche Haie kommen und zack, sehe ich da einen Manta. Aber die tun dem nichts. Mantas zieht man, glaube ich, passiv, oder? Oder musste man die betäuben? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Hier gibt es nirgendwo ein bisschen Kristall unter Wasser oder so, ne? Nur so ein ganz klitzekleines bisschen für so ein kleines Wasserglas. Da vorne sind Perlen. Ist das eine Lootkiste? Oder eine Explorer Note oder so? Oh, Luft holen. Muss man eben die Pfeile auf die Armbrust ziehen. Falls der Manta. Ich glaube, ich beseitige den mal so. Zack, sicher, sicher. Dann gehe ich mir die Kiste da holen. Ein Dossier ist das, ein Megalodon-Dossier. Ja, guck mal. Gar nicht so schlecht. Gibt schön XP. Bei Kristall habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Da muss ich vielleicht mit dem Petri nochmal losfliegen. Guck mal, der ist auch schon bei 30%. Läuft. Sehr gut. Jetzt muss ich überlegen, kann ich den hier kurz alleine liegen lassen? Ja, ne? Mal gucken, was da hinten so los ist. Ich hole den gleich einfach mit dem Raptor ab, glaube ich. Was will denn der Moshops da futtern? Das sind ja nach wie vor zum Fasern sammeln ganz gut, ne? Gegrilltes Filet habe ich doch auch nicht. Was bist du für ein Petri? Level 5. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Oh, was macht der denn hier? Das hat bestimmt in der Zwischenzeit irgendwas angegriffen. Hier greifen die ganze Zeit nämlich Dilos und sowas an. Das ist mir zumindest vorhin aufgefallen, als ich, also zwischen den Folgen. Das war echt, echt krass. Ah, ich gebe erstmal ein bisschen auf Leben. Die meisten Tiere können erstmal ein bisschen Leben gebrauchen. Ich will euch ja beschützen, ne? Ihr sollt ja nicht alle sofort sterben. So ein bisschen was müsst ihr da ja aushalten. So. Ich meine, Schaden ist auch nicht so schlecht, wenn man das mal levelt. Aber das kann ich zum Beispiel bei den oben bei den Spuckviechern machen, die eher auf dem Dach stehen. Na? Ach ja, ihr tut mir alle schon leid, wenn ihr alle sterben werdet. Was? habt ihr das auch gerade gehört? Nee, oder? Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Da war so eine komische Stimme. Hey, manchmal glaube ich, ich werde verrückt. Manchmal glaube ich, ich werde verrückt. So ein klitzekleines bisschen. Aber dann denke ich mir, nee.
Wie kann man verrückt werden, wenn man es schon ist? Das ist das Überladen. Ich muss noch das ganze Fleisch raus. Au, au, ah! Ich glaube, ich mache mir so einen Grill aus der Mod mal. Ach, den sollte man auch lernen, ne? Einmal einen Grill. Zack. Dann kann ich da erstmal das ganze Fleisch abraten. So, zack, zack. Ein bisschen Zündpulver rein. Und dann wird rohes Fleisch gepult. So. Sehr gut. Was bist du? Wieder ein Fünfer. Kann ich die pinnen? Nee. Leider nicht. Ja, doch, ich glaube, so ein Bronto könnte echt ganz nützlich sein. Und der war echt jetzt bisher echt verhältnismäßig easy zu zähmen. Also, das. Ich meine, klar, also das dauert halt normalerweise Ewigkeiten, bis der fertig ist. Vor allem ohne Kibbel. Ich habe halt jetzt zähmen komplett auf Anschlag gedreht. Und ein hoher braucht auch ein paar mehr Pfeile. Aber, guck mal, wie viel Leben hat er jetzt? Der hat jetzt halt 3700 Leben. Der kann die kleinen Viecher schön wegschubsen. Doch, doch, das könnte. Das könnte was werden. Klar, der macht jetzt nicht ultra viel Schaden. Aber er schubst sie weg, verschafft uns Zeit. Warum nicht? Ich find's gut. Na, den habe ich aber komisch festgepinnt. Ich glaube, wir haben festgebackt, eins sei das andere. Warte, waren da oben nicht vorhin Ameisen irgendwo? Oder waren die. Nee, die waren. Die waren da oben irgendwo, ne? Ich könnte echt mehr Keratin und Chitin gebrauchen. Oder kann ich vielleicht dann doch nochmal mit dem Petri los? Und damit nachsuchen. Die Schildis brauchen halt immer Jahre, ne? Aber egal. Ich töte dich jetzt trotzdem. So ein paar mehr Raptoren wären auch gar nicht so schlecht, dass die dann noch irgendwie Partner- und Rudelbuffs und sowas kriegen. Ah! Oh nein! Bronto, werd schnell fertig. Raid startet in 3 Minuten. Und das kann ja lustig werden. Ach, guck mal, da ist er fertig. Da ist er fertig. Das ist er doch, ne? Nee. Das ist er nicht. Das ist der andere. Ich hab mich schon gewundert, wieso der so läuft. Ich muss gleich noch Bohl. Ah, da ist er fertig. So, und du wirst jetzt Stöcki. Stöcki, du bist jetzt. Warte, ich muss dir mit OE schreiben. Stöcki, du bist jetzt ein Bronto. So. Und wehe, du beschützt mich nicht richtig. Wehe, wehe, wehe. Na komm, wir haben nur noch 3 Minuten. Ich laufe schon mal zurück und ja, er folgt mir noch. Und schau mal, ob ich schon mal ein paar Bolas craften kann. Und ein paar Pfeile. Hab ich auch nicht mehr. Bolas, Pfeile. Ich muss die Armbrust reparieren. Verdammt. Vielleicht kann ich auch noch mal Spikes machen. Warte, Smithy. Bolas. 15 Stück.
Pfeile machen wir mal noch 30. Ich muss halt auch alles tragen können. Ich muss jetzt mal warten, bis der Rest weggecraftet ist. Oder ich pull mal ein bisschen mehr. Ich glaube, der Bronto hat es sehr geschafft. Ja. So, dann pfeife ich mal neutral. Dass die gleich alle schön helfen. Ich nehme die Pistole. Ach, hier habe ich noch Pfeile. Guck mal, die nehme ich. Ne, ein bisschen lasse ich drin. Und verdammt, irgendwer hat einen mega guten Tipp gemacht. Ich sollte mir ein bisschen weiter weg ein bisschen Munition und Waffen und sowas hinpacken. Das war ein richtig guter Tipp. Oh, verdammt, aber dafür ist jetzt zu spät. Dafür ist jetzt zu spät. Ich bin natürlich überladen. So. Ja. Ich habe diesmal mehr Hoffnung auf jeden Fall. Die ersten Spikes sind schon kaputt. Geht ja gut los. Autsch. Ah, jetzt renne ich in meine eigenen Spikes. Bin überladen auf dem Raptor. Das ist echt gar nicht gut. Ich darf die Leichen nicht auffuttern. So, da vorne kommen die nächsten kleinen Viecher. Ah, ich dachte... Ah! Ich hatte eigentlich mal meine F-Tasten belegt. Nein! Der eine Petri ist tot, aber das ist zum Glück ein Namenloser gewesen. Zum Glück ein Namenloser gewesen. Ich hatte mal die F-Tasten belegt, dass ich, ich gucke erstmal hier. Ah ne, da gehen die ganzen Tiere hin, okay. So. Ich glaube, viele Dinos waren eine gute Idee. Die beschützen sich alle gegenseitig. Und das ist echt krass, dass hier schon wieder Dings kaputt sind. Da ist doch schon wieder einer. Lass mal einen Petri in Ruhe. Okay, 40% haben wir geschafft. Da vorne kommen wieder Stegos. Die Stegos sind halt echt immer fies. Ah. Ah, die Metallspikes sind echt zu weit außen. Da ist ein kleiner. Verdammt, meine Stamina. So. Ich muss mal die korrupten Nudeln hier rausschmeißen. Oh, da hat Loot dabei. Ich muss nachher eh alles einmal absuchen und in meine Dinos gucken, was das so für Loot bei ist. Oh, ein paar bessere Handschuhe. Das ist schon mal gar nicht... Gar nicht so verkehrt, auch wenn die jetzt nicht mega gut sind. 60% haben wir geschafft. Ich bin guter Dinge, dass wir das verlustfrei schaffen. Da vorne ist einer. Ich bin stolz auf euch, Leute. Ich bin stolz auf euch. Und da ist ein Raptor. Ah, schubst mir nicht meine eigenen Spikes. Sehr gut, sehr gut. Memo, du enttäuscht mich nicht. Ah, weg mit euch, weg mit euch.
Und Bee kommt von oben und haut mit drauf. Sehr schön. Ja, die letzte Welle. Sehr schön, sehr schön. Wir schaffen das dieses Mal. Und keiner von euch stirbt. Ich hab's euch versprochen. Oh, da ist ein Stego. Los hier, zu den Spikes. Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Hier vorne haut noch irgendwas hin. Oh, der Raptor ist ein bisschen angeschlagen. Aber wir schaffen das. Es ist nur ein kleiner, nur ein Level 5er. Was macht hier ein normaler Dilo noch? Ich muss echt mir meine Tasten mal wieder belegen. Nein! Der ist betäubt! Du hast meine Dings betäubt! Nein! Nein, Memo nicht! Nein, Memo nicht! Nein, Memo, es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Aber seit wann betäuben die so krass? Seit wann betäuben die so krass? Oh nö! Es tut mir so leid. Und wie sollen die anderen Viecher nicht mehr geholfen? Stand zu weit weg wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Memo, es tut mir leid. Ein sicherer Bauplan. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Dass das Spiel mir in letzter Sekunde quasi hier noch meine Memo wegnimmt. Verdammt. Es tut mir leid. Aber ich habe den Raid geschafft. Immerhin. Zwei Sichelbaupläne. Wow. Also der Loot ist jetzt nicht mega. Ich kann mir vorstellen, dass der später vielleicht besser wird. Was willst du denn hier? Oh, das war auch einer von meinen, aber es war der Namenlose. Das haben wir ja vorhin gesehen, dass der gestorben war. Oh, zwei? Zwei, oder war das ein Wilder? Ich weiß es nicht. Nee, das sind die Wilden gewesen. Das sind die Wilden gewesen. Die Wilden, die los. Ja, mal gucken, ob ihr hier irgendwas noch gelootet habt. Aber eigentlich bauen die ja, glaube ich, gar nichts ab, ne? Die Paras. Zumindest nichts aus Leichen. Der auch nicht. Noch ein bisschen Leder und Fleisch. Das war's dann, glaube ich, schon an Loot. Mehr sehe ich gar nicht. Aber wir haben's einigermaßen überstanden. Wie gesagt, Memo ist leider gestorben. Und, nee, der namenlose Petri war das, genau. Ein Dilo ist von mir gar nicht gestorben. Nur vorhin, aber das war im Off zwischen den Folgen. Noch bevor ich den Bronto gezähmt habe. Das war, weil die hier auf Passiv standen und dann noch ein bisschen außerhalb stand. Das ist, ja. Zack. Also, Memo, wenn du das siehst, es tut mir ganz, 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 ganz doll leid. Beim nächsten Mal werde ich dich nicht sterben lassen. Das schwöre ich dir. Und auch alle anderen werde ich nicht sterben lassen. Alle anderen haben hier überlebt. Ausgerechnet Memo. Ausgerechnet Memo. Es tut mir leid. So, aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt Feierabend für heute. Die Folge ist ein bisschen kürzer als die letzten, aber ich glaube, jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt, um die Folge hier zu beenden. Es wird übermorgen weitergehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, bis übermorgen. Ciao, ciao.